Herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme von Days of War. Ja, ich hätte euch ja gerne die vierte Karte, DOW Thunder, gezeigt. Nur leider gibt es da ein kleines Problem. Sie wurde gelöscht. Aus offizieller Berichterstattung heraus. Also, der Ersteller musste die Karte löschen, weil die zu sehr an DOD Donner herangereicht hatte. Und das passte Valve nicht. Tja, kann man leider nichts gegen machen. Die Entwickler haben jetzt daraufhin gesagt, dass die, also die Entwickler haben sich sofort natürlich entschuldigt und ähnliches. Und sie wollen jetzt halt sich mehr auf Maps konzentrieren, neue rauszuhauen. Genauso wie sie sich ja konzentrieren wollen auf die Erstellung von, was war das noch? Nicht nur den Map-Editor, sondern, Moment. Penner. Egal. Auf was wollten die sich nochmal konzentrieren? Ach ja, das war die Geschwindigkeitsverbesserung, die Optimierung. Genau, endlich fällt es mir an. Optimieren. Die wollen das Spiel optimieren. Das war's. Au. Ja, wie gesagt, ich hätte euch gerne Thunder gezeigt. Ich konnte sie einmal spielen. Das war am Freitag, als ich das Spiel gekauft hatte. Samstag habe ich ja erst die Aufnahme gemacht, aber naja. Lässt sich halt nichts machen, wa? Außer damit zu leben. Aber ich denke mal sowieso, dass die Karte irgendwann wieder zurückkommen wird. Dadurch halt die Sache, wenn der Karteneditor da ist. Spätestens dann kann man die zocken. Ach, fick die Henne. Ja, und sowieso, eigentlich hatte ich davor keine 1000 Folgen oder was hiervon zu machen. Also so gesehen kein Let's Play oder was. Ich meine, wenn es gewünscht wird, mache ich das natürlich gerne. Ich wollte halt eigentlich immer nur die Karten vorstellen. Halt Zeit. Oh, guck mal, hier ist Karantan und ich habe ein Potato Aim. Ja, so wollte ich das halt machen. Ich wollte die Karten vorstellen. Hängt der Penner da oben auf dem Dach? Die Karten vorstellen und das dann halt da immer in den Video verarbeiten, aber ja, sei es drum. Nach den vier Folgen hier. Lol. Okay. Ja, das, daran merkt man, dass das Spiel noch nicht fertig ist. Unter anderem merkt man das daran. Ne, nach der vierten Folge hier, die ich ja jetzt gerade aufnehme, werde ich erstmal warten, bis halt entweder irgendwie es gewünscht wird, dass ich mehr Folgen davon mache, von meinem scheiß Gameplay, also wie ich hier scheiße spiele. Oder halt, wenn neue Maps da sind. Aber das wird sich zeigen. Und jetzt werde ich mich erstmal wieder auf das Gameplay konzentrieren, deswegen werde ich jetzt ein bisschen stiller. Und es hat nichts gebracht. Wie ist denn der umgekippt? Repacked. Small Arms Ammunition. Haben die Deutschen ein Munitionslager erarbeitet, wa? Komische Flagge. Naja, bis jetzt gab es auch noch keine wirklich neuen Patches, außer das eine Mal, dass sie da Klamotten, die Karte rausgenommen haben, aber so gab es bis jetzt noch nichts Neues. Getäuscht. Wahrscheinlich ist er weggelaufen von mir. Du feiger Anni. Ja, muss ich doch. Der hat sich versteckt. Ah, anstatt die Mittelmap, die Mittelflagge zu nehmen, nimmt man einfach irgendeine, ne? Aber wo ist denn die?
Ist die hier? Wo ist denn diese Flagge? Ich habe keine Flagge. Gehört hatte ich ihn. Ich wusste nicht, was. Hat er mich da mal auf meinen Arsch geschossen oder? Ja, der hat doch. Nein. Kennt jemand eine gute Show auf Netflix? Wie wär's mit Stranger Things? Hat er schon gesehen. Ja, machen wir mal. Potato Aim war wieder am Werk. Shaun the Sheep und Waking Good is amazing. Waking Good? Aha. Ich wahrscheinlich meinte er Waking Bad is amazing. Ach, hier war die Karte. Map-Karte. Fotze, verreck doch mal. Fries. Ja, leck mich am Arsch. Komm, renn in die Granate. Renn in meine. Nee, nichts passiert, ne? Dann noch nur. Nee. Wie hieß nochmal die Serie? Nicht Breaking Bad, sondern die Ablegerserie. Scheiße, ich komme nicht auf den Namen. Wie hieß die nochmal? Ja, ich komme nicht auf den Namen von den Jimmy McGill, den Anwalt. Wie hieß nochmal die Serie mit dem Anwalt? Potato Aim war wieder Werk, egal. What the f. Ja, leck mich am Fuß. Die Frage wurmt mich jetzt gerade tierisch. The name of the series with Jimmy McGill. Ich hoffe, die verstehen, was ich meine. Ah, Better Call Saul. Das war's, genau. BCS? Was war nochmal? Hä, BCS? Gute Serien auf Netflix. Ja, das sind Fragen, die man sich so im Internet, im Online-Spiel mal eben stellen kann, ne?
Hat der etwa ein... Godmode-Pack? Ja, da steht der eine noch vor meiner Granate. Ach, wo war der denn? Ich schätze mal oben im Haus oder was, wa? Keine Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall ziemlich schnell umgekippt. Gut, ich hatte eigentlich auch recht wenig Health, aber egal. Wenn er Granaten dahin schießt, dann werde ich mal da nachgucken. Okay, der ist direkt umgefallen. Ich höre jemanden. Da hat mir aber jemand den Arsch gerettet. Ach, er schon wieder. Der Sack. Und er wurde gekillt. Finde ich gut. Der steht da und macht aber auch null, wa? Von wem? Schon wieder vom Pain Train, aber von wo? Exakt da mit der Schrotflinte. Ja, diese tolle Glühbirne. Warum hängt da überhaupt eine Glühbirne in der Luft? Die hat sogar noch Kollision, ne? Also wenn ich hier drauf schieße. Merkwürdig. Ich bin aber echt gespannt, was aus diesem Spiel noch wird. Ich hoffe das Beste. Gor, wo lag der denn jetzt? Immer diese Heckenpenner. Nehmen wir auch noch eine andere Waffe. Was soll ich denn machen? Hiermit habe ich sowieso keine Schnitte, das verspreche ich euch. Aber man kann es ja mal probieren. Da muss man nur dran denken, ein wenig hinten zu bleiben. Beziehungsweise andere vorrennen zu lassen. Das sollte man sowieso eigentlich oft machen. Oh, jetzt ist meine Medkit-Box weg. Wo ist denn die hin? Hm, toll, da kam schon der nächste hoch. Das kann ja jetzt nicht zum Scheitern verurteilt sein. Ups. Wird der Typ mal hier nicht so blöd rumblocken? Das war dumm. Ja, ich sag doch, ich habe hiermit keine große Chance, vor allem nicht auf so einem Nahbereich. Was gibt es denn noch für Waffen? MG. Ja, versuchen wir gleich mal das MG, wenn da noch ein Platz frei ist. Pflanzen wir uns irgendwo mit einem MG hin und befrieden alles. Ja, Leute.
Oh, was für ein Glückstreffer. Oh. Aber ich hätte, auch wenn ich es jetzt wahrscheinlich schon zum 10.000. Mal wiederhole, ich hätte euch gerne Thunder gezeigt. Vor allem mal nachts. Das wäre bestimmt geil gewesen. Was ist denn mit meiner... So scheiße, Digga. Was war das denn? Wo war der? Hey, aber wie gesagt, wenn euch das gefällt hier, das Gameplay von Days of War, was ich hier zeige, auch wenn es gerade ein bisschen eintönig ist, so lasst doch einen Kommentar oder sowas da, damit ich weiß, ob ich davon mehr machen soll oder nicht. Versuchen wir uns mal woanders hinzulegen. Verbiss dich. Ja, wie? Ich kann das Ding... Ja! Da hat er natürlich jetzt Zeit gehabt, um mich abzuvisieren. Abzuaimen. Die unterhalten sich über irgendwas weiter, aber ich habe die Unterhaltung schon gar nicht mehr weiter verfolgt. Ich wollte gerade sagen, komm aus der Gasse raus. Hat er mir den Gefallen getan, oder? Ist noch einer? Nein. Toll, 2 MGs an einem Punkt. Oh, bist doch so bräsig, Junge. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Von hier kann ich auch nicht viel mehr ausrichten. Scheiße! Scheiße! Fotze! Richtig erwischt!
Naja, man hätte ja mal die Mittelflagge nehmen können, aber nö, next match in so und so. Naja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde sagen, bis zum nächsten Mal. Würde mich natürlich über ein Abo und ein Like da freuen, wenn ihr einen da lasst. Und natürlich über Kommentare. Deswegen sage ich mal, bis denn dann. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao.